So, da ich insgesamt wesentlich nervenschwächer bin als meine Kollegin Andrea Fischer, was wir hier wieder eindeutig bewiesen haben an diesem Abend, stelle ich Ihnen was total anderes vor als letzten Favoriten. Und zwar Richard Osman, der Donnerstagsmordclub, Band 3. Der Donnerstagsmordclub und die verirrte Kugel. Jeden Donnerstag... Nein, anders. Wir müssen anders anfangen. Sie brauchen jetzt ein anderes Setting im Kopf. Stellen Sie sich eine piekfeine Seniorenresidenz vor, untergebracht in eleganten historischen Gemäuern, gelegen in der idyllischen Grafschaft Kent. Dort gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner viele kultivierte Arten, sich die Zeit zu vertreiben. Denn die Zeit vergeht an Orten wie Cooper's Chase, wie diese Unterkunft heißt, besonders langsam. Besonders natürlich für jene, die es ein Leben lang gewohnt waren, ihre grauen Zellen zu bewegen. Jeden Donnerstag, der Titel der Bücher sagt es, treffen sich vier Menschen im Puzzlezimmer, um über Kriminalfälle zu reden, die sie dann letztlich allerdings mit ungeheurer Effizienz und Gelassenheit lösen. Eine leicht schräge, in jedem Fall aber harmlos wirkende, liebenswerte, scharfsinnige Gruppe von Hobbyermittlern, die gelegentlich sogar von der örtlichen Polizei unterstützt werden. Da ist zum einen, Sie müssen kurz das Personal kennenlernen, zum einen Joyce, eine liebenswerte pensionierte Krankenschwester, der leicht streitsüchtige ehemalige Gewerkschaftsführer Ron, kurze Hosen, und der höchst kultivierte, nachdenklich immer perfekt gekleidete Psychiater Ibrahim, sowie, und jetzt wird's wirklich interessant, die ehemalige Geheimagentin Elizabeth, die immer noch über beste Kontakte zu ihren alten Kollegen verfügt und eigentlich nur ihrem Mann zuliebe in der Seniorenresidenz lebt. Im ersten Band, der Donnerstagsmordclub, bekommen es die Clubmitglieder mit einer Mordserie zu tun, deren erstes Opfer der Bauunternehmer ist, der mit Projekten wie Cooper's Chase sehr reich geworden ist. Im zweiten Band, der Mann, der zweimal starb, Sie können auch mit dem anfangen, da stirbt zweimal ein ehemaliger MI5-Kollege von Elizabeth. Er steckt in großen Schwierigkeiten, bei denen gestohlene Diamanten und der Eingriff der New Yorker Mafia eine entscheidende Rolle spielen. Nun ist gerade der von mir, wie Sie schon merken, lang ersehnte dritte Band der Reihe erschienen. Der Donnerstagsmordclub nimmt zum Entzücken von Joyce, Sie erinnern sich, die pensionierte Krankenschwester, die einen Moderator sehr verehrt, Kontakt mit diesem Mike Waghorn auf, der seit Jahrzehnten das Gesicht einer regionalen Nachrichtensendung ist. Vor einigen Jahren ist seine ehrgeizige junge Kollegin Bethany Waits mit ihrem Auto über die berühmten weißen Klippen bei Dover gestürzt, nachdem sie hinweisend zu einer großen Story auf der Spur war. Dieser bisher ungelöste Fall nimmt ziemlich schnell Fahrt auf. Kurze Zeit später werden einzelne Clubmitglieder entführt, müssen einen Mord fingieren und stehen einem rachsüchtigen Auftragskiller gegenüber. Das hier ist britischer Cozy Crime vom Allerfeinsten, mit der nötigen Prise Ironie und sehr liebevoll ausgearbeiteten Figuren. Richard Osman, der Autor, produzierte und moderierte viele Jahre lang eine erfolgreiche Quizshow, das passt total gut, im britischen Fernsehen, bevor ihm dann mit seinem Donnerstagsmordclub ein Überraschungsbestseller, und zwar ein internationaler, gelang. Vorbild für Cooper's Chase, die Seniorenresidenz, ist übrigens die Seniorenwohnanlage seiner eigenen Mutter. Und die Filmrechte der Buchreihe hat sich kürzlich Steven Spielberg gesichert.